Es wird wärmer. Aber wo ist Fridays for Future? Das erwartet euch heute bei uns. Ich bin Laura. Ich bin Selina und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan TV. Tankst du im Moment eigentlich noch gerne? Bei den Preisen, wenn ich könnte, würde ich nur noch zu Fuß gehen. Verständlich. Du bist auch nicht die Einzige. Viele von uns gucken zurzeit lieber zweimal ins Portemonnaie, bevor sie den Weg zur Tankstelle finden. Ja, aber warum ist Tanken eigentlich immer noch so teuer? Die haben sich abgesprochen. Meinst du? Tanken tut weh. Im Portemonnaie. Denn ein Liter Benzin kostet über 2 Euro. Zugegeben, im März war Benzin noch teurer. 2,26 Euro. Aber warum ist der Preis Monate später immer noch so hoch? Das belastet alle, die viel fahren. Vor allem diejenigen, bei denen Fahren zum Beruf gehört, wie Fahrlehrer. Im Laufe meiner Berufsjahre hatten wir noch nie so hohe Benzinpreise. Also die Betriebskosten für mich sind schon deutlich gestiegen. Aber wo liegt der Grund für die hohen Spritpreise? Das ist für uns Otto Normal, glaube ich, überhaupt nicht nachzuvollziehen. Da wird von der Politik gar nichts dran geändert. In den Nachrichten hört man ja viel, dass das wahrscheinlich auch mit Russland zusammenhängt, weil die uns kein Öl oder nur noch teurer zur Verfügung stellen. Vor dem Krieg gegen die Ukraine war Russland Hauptlieferant unseres Rohöls, der Vorstufe von Benzin und Diesel. Doch seit Kriegsbeginn war der Rohölpreis zwischendurch niedriger. Der Verdacht, Mineralölkonzerne verdienen daran. Sie sehen, die Mineralölkonzerne haben natürlich einen ganz entscheidenden Anteil an dieser Wertschöpfungskette. Und zwar sowohl in der Produktion als auch am Handel. Und da es jetzt nur eine Handvoll großer Mineralölkonzerne weltweit gibt, 5 eigentlich an der Zahl, wenn man die wichtigsten nimmt, ist eben eine Marktform des Oligopols da. Oligopol. Weniger Großkonzerne beherrschen den Markt. Auch die Preise? Eine Studie der Umweltorganisation Greenpeace zeigt die Entwicklung von Rohöl im Vergleich zu den hohen Spritpreisen. Dadurch hätten die Ölkonzerne seit Kriegsbeginn 3 Milliarden Euro zusätzlich verdient, so die Autoren. 3 Milliarden, das sind 9 Nullen. Auch für Konzerne viel Geld. Da lässt man sich nicht in die Karten schauen. Wir können diese Untersuchung so nicht bestätigen. Das heißt nicht, dass wir sie widerlegen oder dass wir der Meinung sind, es sei nicht korrekt. Entscheidend sind die Produktpreise für Benzin und Diesel. Produktpreise ergeben sich aus Angebot und Nachfrage. Das Angebot sei geringer, so der Lobbyverband der Mineralölindustrie, weil man versuche, auf russisches Öl zu verzichten. Das Bonner Bundeskartellamt hat trotzdem eine Untersuchung eingeleitet. Besonderer Fokus: die Raffinerie- und Großhandelsebene. Auch die Bundesregierung versucht zu helfen. Bahnfahren wird billiger durch das 9-Euro-Ticket. Der Tankrabatt soll den Sprit billiger machen. Aber tut er das? Diese Spritpreisabsenkung durch diese 30 Cent pro Liter, die ist sicherlich nicht beim Verbraucher angekommen. Ich muss sagen, als Student tun die hohen Spritpreise schon sehr weh. Und ich hätte mir von der Steuersenkung auch ein bisschen mehr erhofft, aber wir kamen halt nicht so viel. Irgendwer profitiert von den 30 Cent Steuersenkung pro Liter. Auch die Energiepauschale von 300 Euro bringt Autofahrern nur kurzzeitig was. Die 300 Euro Energiepauschale, sozial, okay, also unter ökonomischen Gesichtspunkten eher fragwürdig. 9-Euro-Ticket Nahverkehr, okay. Andererseits glaube ich jetzt nicht, dass die geringe Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs nur am Preis liegt, sondern schlicht an einer schlecht ausgebauten Infrastruktur. Europaweit wird Tanken teurer, während Deutschland die Steuern senkt. Es ist unklar, ob die Konzerne den Tankrabatt weitergeben oder nicht. Klar ist, dass er auf Dauer ökologisch keinen Sinn macht. Lothar Gnolke tankt auf jeden Fall nur noch abends, denn da sollen die Spritpreise am niedrigsten sein. Erinnerst du dich eigentlich noch an die Fridays for Future-Bewegung? Ja, aber habe ich schon länger nichts von gehört. Kein Wunder. Bei Themen wie Corona und dem Krieg in der Ukraine gerät der Klimaschutz mehr und mehr in den Hintergrund. Dabei ist das Thema nach wie vor aktuell. Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels fast jeden Tag. Ob und wie Fridays for Future noch eine Rolle spielen, erfahrt ihr jetzt. Sie sind nicht weg, sie streiken wieder. Fridays for Future am 21. Mai in Köln. Ein Samstag. Was ist hier los? Es ist 1 Uhr. Gleich geht es los. Ulf Brehler ist Sprecher von Fridays for Future Köln. Der 17-Jährige engagiert sich seit 3 Jahren für das Klima. Er hat schon andere Zeiten erlebt. Am Anfang waren Fridays for Future erfolgreicher. Das Thema Klimawandel, Klimakrise war 2019 einfach viel präsenter in den Medien. Es waren noch viel weniger andere akute Themen. Jetzt kam Corona dazu, es kam aber auch der Krieg dazu, jetzt noch ganz akut.
Und die Themen überwiegen gerade einfach. Das Thema Klimakrise ist nicht kleiner geworden, aber andere Themen finden mehr in der Öffentlichkeit statt. Heute haben wir uns entschieden, am Samstag zu streiken, weil wir uns heute mit vielen Verbänden zusammengetan haben, mit den Pflegestreikverbänden, mit den Sozialverbänden, mit Verdi, um ein gemeinsames großes Bündnis zu schaffen, um gemeinsam für ein besseres NRW. Leni Kreuzer ist 13. Erst kürzlich hatte sie einen Tag schulfrei, um mit den Aktivisten von Fridays for Future über Klima und Politik zu reden und um Plakate zu bemalen. Also ich finde Klimaschutz sehr wichtig, weil wir sonst der Nachwelt unsere Probleme mit dem Klima überlassen. Es ist wichtig, dass ich weiter auf die Umwelt achte, besonders in Bezug auf Plastik und auch Autoabgase und so. Lenis Mutter hatte den Kontakt zu Fridays for Future organisiert. Danach habe ich außer dieser Teilnahmebestätigung gar nichts mehr von denen gehört. Und da habe ich gedacht, die haben gar keinen Kontakt mehr. Und war dann total erstaunt, als ich mitbekommen habe, dass sie ja die Telefonnummer haben und die ganze Zeit Kontakt zu Leni haben. Das wusste ich überhaupt nicht. Sie sind die Jugend, aber unterliegen Organisation und Kontakt nicht auch Regeln? Ich denke, da viele Menschen auch selber noch minderjährig sind, können diese auch minderjährige Menschen anschreiben. Also bis jetzt gab es da nie Probleme. Dadurch, dass wir einfach von Jugendlichen zu Jugendlichen sprechen, meistens auch auf selben Altersklassen, funktioniert das sehr gut. UmweltschützerInnen werden oft in einen Topf geworfen. Deren Aktionen gefallen nicht jedem. Ja, sich auf die Straße setzen, den Berufsverkehr, blockieren, hilft weder der Umwelt noch den Leuten. Und so wirkt es einfach negativ, weil man die Leute nicht auf die Seite bringt für den Zweck, sondern eher gegen sich aufkommt. Also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall was bringt. Und man sendet auf jeden Fall ein klares Signal, dass dort die junge Generation auch dahinter steht. Ich glaube, das bringt was. Also ich meine, so viele Menschen, die kann man nicht einfach ignorieren. Und wenn jeder von denen was sagt, dann muss es auf jeden Fall gehört werden. Wenn sie alle fürs Klima demonstrieren, ist das beeindruckend. Aber ob es ankommt in Düsseldorf, Berlin, Brüssel oder weltweit? Wer über Kölner Klüngel schreibt, Journalismus lehrt und aus den Rathäusern berichtet, kennt sich aus mit politischer Wirkung. Naja, wir wissen alle, dass die Klimaziele nicht nur nicht erreicht werden, sondern dass auch das, was man sich vorgenommen hat für die weitere Zukunft, jetzt in Frage stellt. Da kommt natürlich der Ukraine-Krieg rein, da kommen viele andere Probleme mit rein. Aber letzten Endes durchschlagenden Erfolg hatte auch Fridays for Future oder die Umweltbewegung insgesamt nicht. Der Vorteil von Fridays for Future ist für die politische Debatte, dass dieses Thema, das ja virulent ist, tatsächlich mal nachhaltig auf die Agenda gekommen ist. Für Ulf und die anderen Klimaaktivisten ist klar, sie haben recht und sie geben nicht auf. Was jetzt genau in der Zukunft passiert, das kann, glaube ich, noch niemand genau sagen. Das ist einfach gerade noch in der Planung. Aber da gibt es auch wieder viele Menschen, die sich darum kümmern und viele Menschen, die planen, was wir dazu machen können. Für Fridays for Future ist es 5:05. Mittlerweile wird ihnen zugehört. Nur Reaktionen darauf lassen noch auf sich warten. Mal eben mit der Bahn in die Stadt oder zu einem Termin. Für die meisten von uns kein Problem. Bus und Bahn bringen uns dahin, wo wir sein müssen. Und in der Regel ist das super praktisch. Genau, aber nur für die, die auch wirklich gut auf den Beinen sind. Für alle anderen, mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen, kann eine Bahnfahrt auch mal zu einem größeren Problem werden. Die Frage ist, wie kommen die von A nach B? Aufgrund meines Beckenbruchs sitze ich nun schon seit einigen Wochen im Rollstuhl. Gerade in dieser Zeit ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie schwierig es eigentlich ist, für eingeschränkte Personen hier in Köln von A nach B zu kommen. Wir befinden uns heute hier vor dem Hauptbahnhof und ich muss jetzt auch gleich zur Uni. Den einfachen Eingang kann ich nicht benutzen, denn da ist überhaupt kein Aufzug. Ich muss einmal komplett außen rum. Los geht's! Wer nicht im Rollstuhl sitzt, merkt nicht, wie schief und uneben es ist. Ich muss gegensteuern, sonst fahre ich gegen die Baustellabsperrung. Also ich bin jetzt auch am Hauptbahnhof. Fabienne ist gerade in die Richtung losgegangen und ich gehe jetzt durch den Haupteingang. Für FußgängerInnen gibt es viele Wege zum Bahnsteig. Saskia ist in einer Minute da. Während ich noch vor dem Aufzug warte und mich mental auf unangenehme Gerüche und Anblicke einstelle. So, bis hierhin hätte ich es schon mal geschafft. Aber in den meisten Aufzügen wird leider uriniert und dementsprechend riecht es auch echt ziemlich eklig. In diesem Teil des Bahnhofs war ich noch nicht. Es dauert, bis ich den richtigen Aufzug nach unten gefunden habe. FußgängerInnen
können jede Bahn nehmen. Ich nicht. Wäre ich nicht im Rollstuhl, könnte ich ganz einfach jetzt mit der 16 oder mit der 18 zum Barbarossaplatz fahren, von dort aus in die 12 steigen und direkt zur Uni. Mit dem Rollstuhl geht es leider nicht. Schnell, die Bahn kommt. Alle steigen vor mir ein. Ich fühle mich klein und alleine komme ich hier gar nicht rein. Auch nicht in diese niedrige Bahn. Nur die können RollstuhlfahrerInnen an jeder Station nutzen. Das muss man vorher wissen. Wenn man sich dann aber einmal verfährt, steht man plötzlich im Ebenfeld. Das heißt, wir müssen jetzt weiter und die Fahrt geht von vorne los. Saskia hat die Hälfte des Weges schon geschafft. Sie kann ohne Probleme am Barbarossaplatz in die Bahn zur Uni einsteigen. Und hier haben wir auch schon das nächste Problem. Dieser Aufzug hier ist außer Betrieb. Für mich heißt das, ich muss nochmal zurück. Auch hier am Neumarkt habe ich das Problem mit den schiefen Wegen. Das kann gefährlich werden, wenn sich der Boden zu den Gleisen abneigt. Ich bin froh, dass ich mittlerweile genug Kraft in den Armen habe. Saskia ist währenddessen schon fast am Ziel. Endlich bin ich auch in Köln-Zollstock angekommen und gebe für den Endspurt Gas. Normalerweise würde ich ohne Rollstuhl für den Weg 20 Minuten brauchen. Heute habe ich leider 1 Stunde und 7 gebraucht, um an der HMKW anzukommen. Jetzt bin ich absolut kaputt, aber für mich geht's nun auf in den Unterricht. Also wir haben es jetzt auch endlich geschafft, uns zu treffen, nachdem Fabian eine halbe Stunde später hier angekommen ist. Aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass es zeitlich ein Riesenunterschied ist. Nicht nur zeitlich, sondern halt auch einfach körperlich. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich ohne Hilfe von anderen teilweise gar nicht in die Bahn reingekommen wäre, was natürlich nicht irgendwo auch nur unangenehm für mich war, sondern halt auch einfach total stressig. Ich bin nur eine kurze Zeit im Rollstuhl und wir haben uns aber gefragt, wie es denn eigentlich für Leute ist, die langfristig im Rollstuhl sitzen, und deswegen haben wir nachgefragt. Jennifer Westbomke ist Sozialarbeiterin und berät Menschen mit Behinderung. Sie kennt das Problem mit der Bahn. Ja. Wie lange brauche ich zur Arbeit? Das sind, wenn man jetzt Fußgänger wäre, würde ich sagen, von Tür zu Tür 35 bis 40 Minuten. Ich muss aber von mir aus gesehen, müsste ich über den Barbarossaplatz umsteigen, was eigentlich gut möglich wäre, aber die Bahn, die 18 in dem Fall, ist eine Hochflurbahn und das heißt, am Barbarossaplatz klappt dir die Treppen aus und dann komme ich nicht raus. Und deswegen steige ich eine Station vorher aus, also Eifelwald Stadtarchiv, laufe dann die 10 Minuten darüber, um dann da in die 15 einzusteigen und hierher zu fahren. Die einzige logische Forderung ist klar: alle Betroffenen mit einbeziehen, schon bei der Planung. Manchmal wäre es wünschenswert, dass Betroffene früh beteiligt werden, vielleicht auch verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, weil wir auch alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, die sich auch manchmal ins Gehege kommen. Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, als ich durch die Kölner Innenstadt gelaufen bin? Du kennst doch diese kleinen goldenen Messingtafeln auf dem Boden, oder? Habe ich schon mal gesehen. Die haben doch was mit der Nazi-Zeit zu tun, oder? Genau, die heißen Stolpersteine. Wenn man einmal genauer darauf achtet, fallen sie einem überall auf. Die eingravierten Namen erinnern an die jüdischen Opfer. Aber wer verlegt die eigentlich? Und wer kümmert sich darum? Genau das werden unsere ReporterInnen im Folgenden erklären. Rosa Glaser und ihre Tochter Ruth Salomon sind 1938 aus Bonn geflohen. 84 Jahre später werden ihnen Stolpersteine gewidmet. Für das Erinnern. Mit dabei im regnerischen Bonn ist Barry Mehler, Sohn von Ruth Salomon. Meine Mutter, meine Großmutter und der Stiefvater meiner Mutter sind 1938 nach Amerika geflohen. Der Stiefvater Leo Glaser hatte dort eine Schwester. Dadurch konnten er und meine Großmutter offiziell einwandern. Meine Mutter Ruth aber war ja nicht mit Leo verwandt, also durfte sie nicht einreisen. Es gelang ihr zwar nach Amerika zu fliehen, dort galt sie aber sofort als illegale Immigrantin. Unermesslich schwere Schicksale und seit 30 Jahren immer wieder neue Stolpersteine. Noiggerath-Straße im Zentrum von Bonn. Der Künstler Gunter Demnig ist bei fast allen Verlegungen dabei. Er wurde wegen seiner Stolpersteine vielfach ausgezeichnet. Die Geschichten der Opfer verfolgen ihn.
haben sich in den Dünen versteckt. Die Nachbarn hatten nicht besser, ihre Hunde loszulassen und den Rest brauche ich nicht zu erzählen. Gunter Demnig schafft mehr als 400 Stolpersteine im Monat. Die meisten werden von Paten finanziert. Ein Stein kostet 120 Euro. Bislang hat er mit dem Projekt sehr viel Geld verdient und er wird auch weiterhin viel Geld verdienen. Unzählige Steine müssen noch gelegt werden. Das kann er körperlich nicht schaffen. Darüber hinaus verhindert er andere ähnliche Projekte. Das ist die negative Seite von etwas eigentlich sehr Positivem. Solche Vorwürfe kennt der Künstler. Er will sein Lebenswerk nicht aus der Hand geben und sieht die Zukunft der Stolpersteine als gesichert an. Durch seine Stiftung Spuren Gunter Demnig. Mitarbeiter und seine 28 Jahre jüngere Frau sollen übernehmen, wenn er nicht mehr in der Lage dazu ist. Für Leo, Rosa und Ruth liegen jetzt Denkmäler. Ihre Namen und Geschichten werden nicht vergessen. Aktuell hat er einen Rückstand von 100.000 bereits bezahlten Steinen. Es müssten noch 6 Millionen Steine folgen. Seine Frau kann das auch nicht leisten. Heute verlegen Demnig und seine Mitarbeiter 13 Gedenksteine. Nächster Ort, Ellerstraße, rund 1,5 Kilometer entfernt. Die Erinnerungskultur vor der eigenen Haustür kommt allgemein gut an. Nur manche beschweren sich über die Steine. Auch heute findet die Verlegung viel Anklang. Um seine Arbeit zu würdigen, ist auch die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner gekommen. Liebe Bonnerinnen und Bonner, ich freue mich, dass Sie heute hier in die Ellerstraße gekommen sind. An ihrem letzten frei gewählten Wohnort sind nun 5 weitere Stolpersteine für Opfer des NS-Regimes verlegt. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist, lautet es auch im Talmud, dem zweiten heiligen jüdischen Buch. Demnig wird noch viele weitere Namen vor dem Vergessen bewahren. Die Verlegungen für die kommenden 6 Monate sind schon geplant. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst euch nicht so sehr von den Spritpreisen ärgern. Schwingt euch einfach häufiger aufs Rad. Tschüss. Alles Gute.